Wie andere Mädchen. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jody. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. Ah! Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Jody ist mittlerweile ein Teenager. Also sie hat wirklich eine sehr lange Zeit hier verfristet drin. Jetzt hier kommt jedes Mal Cole. Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein. Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Nee, drohen wollen wir nicht. Aggressiv sein wollen wir auch nicht. Ich würde sagen, überzeugen. Bitte. Drohnen aggressiv. Komm schon, Cole. Bitte. Bitte, lass mich raus, nur einmal. Wieso musst du denn Nathan alles verraten? Es tut mir leid, Prinzessin. Aber ich kann nicht. Ich kann da nichts machen. Ja. Also ich sage mal so, natürlich als Teenager ist man vielleicht mehr in der Lage oder ist man eher mehr so, dass man droht oder aggressiv ist. Aber ich bin ja schon kein Teenager mehr. Ja, hier sieht man ja die Räume, die sind schon anders gestaltet. Also anscheinend haben die sich mit der Zeit... Was? Big Brother is watching you. Das war nämlich genau das. Genau dieser Spruch, den ich im vorigen Kapitel gesagt habe. Was? Mach schon einen. Ich spiele jetzt mal ein bisschen. Ja gut. Sie will also, Jody will auf jeden Fall um alles in der Welt raus und den Samstagabend genießen. So, ja. Ich könnte mich natürlich hier hinlegen. Oh je. Okay. Ja, ich könnte wahrscheinlich Cole mit Aiden manipulieren. Also ich denke mal, dass das geht, weil Aiden kann ja auch andere Menschen immer den Besitz übernehmen. Ja, ich weiß es nicht. Also, so würde ich das halt mal machen, weil die hat ja vor uns gesagt, mach schon Aiden. Die Tür ist wirklich zu. Ich kann ja mal klopfen, freundlich, bevor ich hier zur Tat schreite. Ich will ausgehen! Hörst du mich, Cole? Verflucht, lass mich raus! Hey,
Komm endlich runter, okay, Jody? Ich würde ja mich einfach hinsetzen auf der Couch. Oh, das geht auch. Ja, ne, heulen nicht gerade, aber ich würde Fernsehen gucken. Aber na gut. Also Einrichtung zerstören will ich jetzt nicht. Das ist mir auch ein bisschen zu heftig. Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht, Master. Hey, Jody. Du sollst Aiden doch nicht benutzen, wenn du wütend bist. Also eigentlich finde ich das jetzt auch nicht gut, was ich jetzt mache. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel sonst hier weitergeht. Ich will auch nicht so die Einrichtung zerstören. Ich meine, das ist eine Spielweise, die könnte man mit Sicherheit machen. Aber was dann passiert, weiß ich nicht. Ob mir das dann so gefallen wird. Aber ich habe auch keine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich kann ja hier so, sonst nichts machen, ne? Die hat ja wie Hummeln in den hinterm Hintern, ne? Die hier ständig beißen. Tja. Boah. Gut. Mach ich mal ein bisschen Chaos. Ups. Genug! Das nützt dir rein gar nichts. Ich könnte ja die Tür von selbst aufmachen, ne, eigentlich. Nee, das geht gar nicht. Das ist ja mal witzig. War's das jetzt? Bist du stolz auf dich? Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Oh, Schluss jetzt, Aiden. Ja? Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Na gut. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Oh, es klingelt. Wo hat denn jetzt gerade was geklingelt? Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Okay. Klar, dann also bis morgen. Ah, jetzt könnte ich ihn wahrscheinlich dazu benutzen, mir die Tür aufzumachen oder lieb zu sein. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ist eigentlich ziemlich böse. Aber ich bin mir sicher, das Spiel geht sonst gar nicht weiter. Ich muss doch jetzt mal ein bisschen böse sein, das gehört zum Teenager-Sein dazu. Das heißt, ich werde jetzt Hand anlegen. An Cole. Jo. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Jo. Wie lang geht's? Ach, natürlich jetzt. Muss man sich ja auch noch rausschleichen. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Meinst du? Ja, anscheinend gibt es wirklich jetzt kein Zurück mehr. Ich wäre gern da geblieben. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es sonst nicht weitergeht. Abgeschlossen.
steht ein Automat. Den kann man leider nicht benutzen. Ja, ich glaube, ich bin fast schon draußen, hä? Wie es hier aussieht. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Frische Luft. Ja, ich fühle mich nicht. Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht, also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar? Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein, ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich, also stimmt's, Cole? Ja, also... Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Also reden kann er nicht. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Jetzt geht's schon. Ja, so leicht kommt man raus. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Bisschen dummes Zeug reden. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Jetzt können wir nach Hause, irgendwo weg. Warum auch immer. Sie will ja wahrscheinlich ein bisschen Party machen. Sonst geht man ja eigentlich nicht so Samstagabend noch in der Nacht. Sie ist halt ein Teenager. Mich von draußen noch sehen. Ach komm. Wollen wir wirklich wegfahren? Ich habe da irgendwie ein ganz ungutes Gefühl, ne? Aber wir können ja uns mal das Krankenhaus genauer angucken. Was haben wir denn hier? Rein kommt man rein theoretisch jetzt nicht mehr. Komm, denk nach, Jody. Das Auto. Tja. Wie kann man jetzt nicht gesehen werden? Wahrscheinlich im Kofferraum. Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Los geht's. Los geht's, ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Was auch immer das Ganze jetzt hier bringen soll. Also ich kann das noch nicht nachvollziehen. Wir machen jetzt mal den Kofferraum auf, damit Jody rauskommt. Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Ich glaube, der haut dich nicht. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Ja, in den Wald bringen. Das ist ja eine gute... eine gute Idee. Gehen wir halt mal hier rein.
weil ich echt nicht weiß, wie weit ich hier in den Wald gehen soll. Open Bar, Bier, oh super. Deswegen bin ich rausgegangen. Hier ist die Bar. Und die anderen müssen schon reingegangen sein. Und hier geht voll die Party ab, hä? Also ehrlich, wenn es hier nicht doll ist, dann hau ich wieder ab, ey. Wegen so einer Scheiße hau ich. Also das ist für mich jetzt gerade unerklärlich. Was ist denn hier? Drei notgeile Tibis. Auch keiner da. Wer war? Wer ist denn das hier? Das ist der Leonardo, ne? Gut, dann warten wir mal halt. Kann ich hier spielen was? Nee, also anscheinend kann ich mich hier bloß hinsetzen. Setze ich mich mal hin. Treu und brav. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Mhm. Ich will nur gerne mal an. Ja, jetzt kann ich die Limo trinken. Wenn ich schon mal hier bin, dann trinke ich wenigstens eine Limo. Das ist selbstverständlich. Sonst war sie ja völlig umsonst. Und jetzt kann ich wieder aufstehen anscheinend. Weiß nicht, ob ich hier spielen soll. Den Typis will ich ohne reden. Die gucken mich schon die ganze Zeit so blöd an. Ich will jetzt den Billard spielen hier. Das erregt ja ganz schön viel Aufmerksamkeit, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ja, das war so klar. Wieso mache ich das? Mein Gott. Bist du ein Partner? Ja. Klar. Das, was jede Frau sagt, wenn sie keinen Bock hat. Klar, jetzt sind Partner. Jetzt habe ich's verstanden, ob ich einen Partner will zum Spielen. Ladies first. Na gut, da habe ich jetzt den Dialog jetzt missverstanden. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Was machst du hier ganz alleine? Also, ich treffe hier Freunde. Sie müssten gleich da sein. Ist das ein Angeber? Und hat nichts gebracht. Das ist ein sehr langweiliger Dialog. Bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? Das weich ich jetzt aus einfach mal. Das geht sie überhaupt nichts an. Und übrigens fragt man das nicht. Wow, gar nicht mal übel. Ja, vor uns hab ich's verkackt, weil ich nämlich nach hinten gedrückt habe statt nach vorne. Wissen deine Eltern Bescheid? Ist das hier Billard oder eine Quizshow? Genau.
Ich muss schon sagen, ich würde am liebsten hier weg. Pfoten weg! Na schon, Baby, du willst es doch auch. Zurückstoßen. Wer ist da? Wo bist du, scheiß Freak? Zeig dich jetzt! Komm raus, du feiges Arschloch! Jetzt muss ich Jody helfen. Jetzt kann ich wieder ein bisschen fies sein. Das letzte Mal war es ja bei der Party so. Das ist ja schon teilweise mein Hobby, zu Leuten fies zu sein. Aber hier gibt es ganz wenig Anspielpunkte, habe ich so das Gefühl. Geh nur nicht durch, Frank! Hier gibt es noch mal ein paar Tische. Weil sie rausgehen musste und die angeblichen Freunde kommen ja auch nicht. Also, das ist echt ein Witz. Scheiße! Scheiße! Was soll denn was du sagen? Jetzt mach schon die verfluchte Tür auf! Sie klemmt! Scheiße! Ja, bitte, ich brech sie auf! Warte mal, ich kann den Besitz von denen übernehmen, anscheinend. Oh, nee. Ich glaub, ich lasse es sein. Oder? Ach, scheiß drauf. Sorry. Das ist jetzt meine Story. Schaut jetzt mal alle weg. Ja, es hat ziemlich eskaliert. Jody! Mein Gott, was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? Ich wollte nur ausgehen und ein einziges Mal wie die anderen sein. Ich weiß. Das ist okay. Das ist okay. Das ist ziemlich scheiße gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es lieber anders gehabt. Ich bin auch nicht zufrieden mit dem Kapitel. Ja, aber was nun mal ist, war nun mal so. Das war wie andere Mädchen, ja, und die Freunde kommen wohl gleich gar nicht mehr. Ich frage mich eh, wie die Freunde noch bekommen hat. Ja gut, ich bin ja zum Beispiel auch zur Party gefahren und so. Also er hat mich ja schon mal ausgefahren. So, das war das Kapitel und 89% haben an Eingangswache vorbeigekommen. Ah, siehst du, also es gibt auch Möglichkeiten, wo man keinen Weg hat. Barbesucher nicht ausspioniert. Mhm. Angreifer besiegt, haben auch sehr viele, 99%, also aus DPA geschlichen oder geflohen. Ah, siehst du, also ich hätte anscheinend nicht rausschleichen brauchen. Tja, aber ihr habt es ja gesehen, ich habe mich ja ziemlich genötigt gefühlt, jetzt irgendwas zu machen, weil es war irgendwie nicht ersichtlich, dass man da bleiben konnte. Ja, in der Bar geblieben bin ich auch okay, da ich hätte auch gehen können noch. Das war wahrscheinlich in dem Moment, bevor ich das Billard angefangen habe. Und mindestens einen Angreifer umgebracht habe ich auch. Ich habe ja drei eigentlich umgebracht. Die zwei Angreifer und den Barbesitzer. So, das war jetzt so viel dazu. Ich habe ganz schön viel Chaos gestiftet. Wie gesagt, das war das Kapitel wie andere Mädchen.